Hallo, liebe Zuschauer und liebe Abonnenten, und willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Ja, wir waren gerade in der Schenke und jetzt gucken wir mal, ob sich hier noch was findet. Aber anscheinend zumindest in der Ecke hier unten nicht. You won't see me coming. What is it? What is it? Yes? Eieiei, schon wieder ein paar Leute, die man anwerten dann kann oder was? Es ist einfach nur, dass ich hier reingehen gucken kann in deren Seele. Du siehst eine Gruppe um einen Wagen herumstehen, die ein Schwert betrachtet, das im großen, eleganten Bogen geschwungen wird. Dieser Mann hält das Schwert, wechselt es mit entspannter Leichtigkeit von Hand zu Hand und lässt die Klinge vor seinem Publikum tanzen. Er wirft das Schwert in die Luft, wirbelt herum und legt dann einen Arm auf den Rücken, um es aufzufangen. Die Menge klatscht, begeistert, und ein paar ringen auch um Luft, als sie eine Tragödie erwartet hatten. Hugo! Du siehst einen hellen, warmen Raum voller Grünpflanzen. Es gibt keinen Fleck, wo nicht irgendeine Art von Pflanze zu wachsen scheint. Hier keimen in einer Ecke Samen. Dort klettern lange Ranken die Wand hoch. Obwohl sich die meisten Pflanzen in einer Art Topf befinden, gibt es auch welche, die auf der Erde am Boden gewachsen sind, die aber dieselbe liebevolle Pflege wie die anderen erfahren. Dieser Mann wandert mit einer alten Pfeife zwischen den Zähnen durch die Pflanzen und lächelt jede von ihnen an. Neben einer Pflanze hält er an, berührt ein Blatt, hebt es an, um dessen Unterseite zu sehen, und reibt es dann vorsichtig zwischen seinen Fingern. Er nimmt eine Handvoll des Substrats, in dem die Pflanze wächst, und zerbröselt es mit seinen Fingern. Zufrieden wirft er das Substrat zurück in den Topf und fährt mit der nächsten Pflanze fort. Während er so seine Pflanzen kontrolliert, summt er ein frohes Liedchen, das ab und zu unterbricht, um einzelne Pflanzen ein paar Wörter vorzusingen. Schließlich erreicht er die Tür, nachdem er jede Pflanze im Raum überprüft hat. Mit einem Ausdruck gelassener Zufriedenheit im Gesicht dreht er sich noch einmal zu ihnen um, dann dreht er sich wieder um und ist weg. They won't see me coming. Uh-huh. Schmiede, schwarzer Hammer. Ah, das sind also die Schmiede hier. Ja, dann sind wir mal einfach mit. Harlan Olsen. Du siehst einen Mann, der heimlich und alleine hinter einer Reihe ungeschnittener Büsche kauert. Seine Augen sind auf eine ebenso wunderschöne wie schreckliche Dilimgan gerichtet. Die mit halboffenen Augen ein Lied summt. Auf ihrer Schulter sitzt ein sanft trällender Vogel mit fantastischem blau-orangefarbenen Gefieder, was den Mann völlig entzückt.
Die Beschaulichkeit dieser Situation wird durch das erschrockene Krächzen des Vogels zerstört, als der Mann zitternd und zögerlich aufsteht. Die Limgan lächelt ansatzweise und winkt ihn mit zwei zweigartigen Fingern zu sich. Während er sich nähert, sagt sie kein Wort aus seinem Mund, aber kommen Geräusche der Ehrfurcht und Bewunderung. Neckisch und verführerisch wartet sie auf ihn, und mit quälender Langsamkeit steht er endlich vor ihr. Dann ändert sich etwas, sie sieht etwas schlaff von seiner Seite hängen und beginnt zu zischen. Ihre Finger sind plötzlich zu Klauen geworden und ihre Augen schwarz vor Hass. Zu seiner Axt oder sein Zauberbuch zu greifen, dafür bleibt ihm keine Zeit. Kaum hat sie zugeschlagen, ist sie auch schon verschwunden. Der einzige Beweis ihrer Existenz, das zitternde Wrack am Boden. Er schnappt sich sein Zauberbuch trotzdem und beginnt zu singen. Die Worte aber, Worte einer magischen Sprache, seiner eigenen Vorstellung, die er in wahnsinniger Kurzschrift hingekritzelt hat, klingen hohl und die Stille setzt sich unvermindert fort. Er dreht sich um und zuckt vor jemand oder etwas mit den Achseln. Aber wenn dort etwas ist, so kannst du es nicht sehen. Dügen Stahlrufer. Du siehst, wie eine Gruppe Abenteurer von Saurips umzingelt und angegriffen wird. Dieser Mann ist bei ihnen, zeigt angesichts des Kampfes aber scheinbar Unbekümmertheit. Wie er so inmitten seiner Kameraden steht und mit fast glücklicher Miene singt, scheint er gar vom Geschehen losgelöst zu sein. Seine Stimme ist mächtig und tief und donnert wie ein perfekter Gegensatz zum Chaos der Schlacht über die Kämpfer hinweg. Das Schlachtfeld ändert sich mit jedem seiner Sätze, seine Verbündeten leuchten in blau und posieren in Licht auf, das die Zauribs um sie herum einfriert. Aus dem Boden erbebt sich ein flammender Scheiterhaufen, der die Kreaturen zerschneidet und verbrennt und sie in alle Winde zerstreut. Einer der gefallenen Zauribs explodiert plötzlich als drei riesige Maden auf seinem Körper krabbeln und die verbliebenen Feinde attackieren. Völlig gefesselt von der Freude des Augenblicks sinkt der Mann weiter, bis schließlich nur noch eine der Kreaturen steht. Als sich der Mann noch immer singend nähert, bleiben seine Verbündeten zurück. Er greift sich seinen Hammer und zieht ihn gegen den Zauberib durch. Sein Satz endet genau dann, als der Hammer den Schädel einschlägt und damit den Zauber unterbricht und sein Lied beendet. Ja, schon ein paar krasse Texte hierbei. Diese verbeulten und stumpfen Schwerter scheinen reif für die Schmiede zu sein. Diese Aumauer ist beeindruckend gebaut und ragt turmhoch über den Tresen. Seine Hautfarbe ist so dunkelblau wie die Tiefsee und seine kräftigen Arme sind voller definierter Muskeln. Sein kantiges Gesicht, das gleichermaßen mit Ruß und ausschweifenden Tätowierungen bedeckt ist, wird von kleinen Ohren eingerahmt. Er lächelt dir bereits zu, als du dich näherst. Willkommen. Du bist das erste neue Gesicht, das ich seit geraumer Zeit gesehen habe. Was kann ich für dich tun? Ist das da dein Geschäft? Gibt es hier schon seit fast 20 Jahren. Über die Jahre habe ich schon alles Mögliche gesehen. Glückliche Begebenheiten und weniger glückliche. Tuatanu wirft der Wache, die an der Mauer Stellung gezogen hat, einen Blick zu. Aber die Schmiede Schwarzer Hammer gibt es immer noch. Was hast du denn hier? Ich fürchte, du kommst mit einer seltsamen Zeit zu uns. Das Angebot ist mehr das, was es einmal ist, nicht mehr das, was es einmal war. Trotzdem haben wir noch gute Waffen und Rüstung zu verkaufen. All das haben wir hier im Schwarzen Hammer geschmiedet. Was ist passiert? Wir haben einfach nicht genügend Vorräte dafür. Auf die nächste Lieferung warten wir schon eine Woche und es gibt keinerlei Anzeichen auf ihren Verbleib. Ich vermute, dass sie von Banditen überfallen wurden. Die Straße nach Osten ist voll mit ihnen. Vielleicht sind meine Arbeiter auf dem Wagen auch selbst über alle Berge gegangen, um die Waren zu Geld zu machen. Tuantanu schnaubt verächtlich, als ob sich dieser Haufen das trauen würde.
Er hat recht wegen der Banditen. Die entsetzliche Situation in den Dörfern wie diesen und der Exodus in die Städte haben skrupellose Zeitgenossen viel zu viele Möglichkeiten eröffnet. Tuatano denkt nach und kratzt sich am Kiefer. Wenn du zufällig auch in dieser Richtung unterwegs bist, könntest du da vielleicht auf einem Güterwagen aufpassen. Oder zumindest auf meine Lieferung. Ich erwarte, dass sie die Abkürzung durch die Schwarzauen nehmen. Und dafür gibt es nur eine gute Straße. Nach Lage der Dinge gehen die meisten unserer Waffen an euer Gnaden. Fürst Redrick, Tatanu. Tuatanu blickt zu der Wache, die ihm den nächsten steht. Und so soll das auch sein. Für Außenstehende bleibt aber nicht viel außer übrig. Wir haben einfach nicht genügend Eisen. Von wo aus ist der Wagen aufgebrochen? Wir haben den Wagen mit Waffen nach Neu-Heomer geschickt. Danach macht er einen Bogen durch Stammheim und andere Orte, um Vorräte einzukaufen. Der kürzeste Rückweg führt durch die Schwarzauen und dann durch die Wildnis im Norden. Tuatanu schüttelt den Kopf. Ist ein Händler durchgekommen und er sagte, sie hätten es bis nach Stammheim geschafft, aber seitdem habe ich nichts mehr gehört. Ich werde deine Vorräte finden. Tuatanu nickt. Du hast meinen Dank. Wenn du diese Vorräte zurückbringst, dann werde ich dir viel mehr anzubieten haben. Für den Anfang bekommst du gleich einen Rabatt. Oh, und falls du meine Arbeiter findest, solltest du so sage ihnen bitte, dass sie sich beeilen sollen, sonst könnten sie gleich auf dem Feld arbeiten. Welcome! Und da haben wir die erste Nebenquest. Natürlich, besser wirst du nirgendwo finden. Ah, es gibt auch Ringe. Boah, es ist teuer. Ich muss sagen, es ist gar nicht mal so verkehrt, sowas zu kaufen. Ein Brecheisen ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Na, nur geil, mal mit hier. Na, das war's erstmal. Yes. I'll take care of it.
Ach, Nonten ist hier. Die Flasche Sonnenradlikör ist halb leer. Ist aufziehen. Gut, dieser Mann und diese Frau scheinen ein tiefgründiges Gespräch zu führen. Sie versuchen gerade zwei prall gefüllte Taschen zu schließen. Als sie sich umarmen wollen, bemerkt die Frau dein Näherkommen und hält inne, wobei ihr Lächeln etwas ins Stocken gerät. Well met, friend. Sie schaut ihren Gefährten an und legt die Stirn verwirrt zu entfalten. Kennst du diesen Mann Nonten? Nonten hustet. Ja, ich glaube, wir trafen uns im Talholz. Wir haben uns im Talholz getroffen. Ich habe ihn vor dem Bär gewarnt, er neigt seinen Kopf. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Willst du sonst noch etwas? Ihr beiden scheint es aber eilig zu haben. Für die Leute, die gerade einen Freund verloren, seid ihr bester Laune. Gibt es irgendwas, was du mir über Goldtal erzählen könntest? Na, machen wir die Autor 2. Das zu sagen ist aber nicht sehr nett von mir. Ich traue auf die mir eigene Art und meinen Ehemann. Es tut mir nur leid, dass ich ihn nicht zum Verlassen von Goldtal bewegen konnte, bevor das hier passiert ist. Ich bin erleichtert, diesen schrecklichen Ort endlich zu verlassen. Das ist alles. Er hat mich den Großteil meines Lebens und nun auch meinen Ehemann gekostet. Ich bin froh, von ihm zu sein. Beiden scheint es aber ehrlich zu haben. Ja, kann ich mir vorstellen. Ingrid lacht. Wir packen tatsächlich unsere Sachen für eine Reise. Ich wollte Tutzbuch besuchen und... Sie schaut unten an. Naja, ehrlich gesagt habe ich die Schnauze voll von diesem Dorf. Nonten greift nach ihrer Hand. Es ist an der Zeit für eine neue Umgebung, sagt er. Neue Umgebung, sagt er. Naja, schon alles klar, was er war. Ingrid lächelt schief. Nur, dass du so schnell wie du kannst weiterziehen solltest. Den Baum hast du ja wohl gesehen, oder? Der eigentliche Verfall reicht aber noch viel tiefer. Solltest du nach Arbeit gesucht haben, solltest du an jedem anderen Ort bessere Chancen haben. Wir selbst sind auch nach Trutzbucht unterwegs, fügt Nonten hinzu. Mal dein Geld her. War erst dasselbe. Yes, I'll take care of it. Schön, die Geister sehen, die man hier sieht. Trotz des Regens fühlen die Halme sich so trocken und steif an wie der Panzer einer Heuschrecke. Haben wir noch so einen Feuertypen hier? Du
siehst eine große Menschenmenge, die sich in einen Hof versammelt hat. Dieser Mann steht mitten unter ihnen. Er hat sich seinen Umhang über den Kopf gezogen und hält ihn am Hals geschlossen. Die Menge hat sich um eine Plattform versammelt, wo alle von ihnen gebannt zu sehen, wie ein Mann von zwei Mitgliedern der Stadtwache auf die Plattform geführt wird. Der Mann, an den Händen und Füßen gefesselt, gibt sich wie ein Edelmann und würdigt die Menge keines Blickes. Der verhüllte Mann zieht sich den Umhang noch mehr ins Gesicht und wendet sich zum Gehen, wobei er sich vornüberbeugt und nicht erkannt zu werden, an Ausufer. Ein Ausrufer, der auf der Plattform entrollt ein Pergament und beginnt. Ein Ausrufer auf der Plattform entrollt ein Pergament und beginnt zu lesen. Der Mann aber achtet nicht darauf, sondern sieht zu, dass er den Hof verlässt. Während des Vorlesens wird die Stimme des Ausrufers immer lauter und intensiver. Stimmen aus der Menge beginnen, seine Sätze zu unterstreichen. Die Verhöhnungen und Zwischenrufe mehren sich, auf die der verhüllte Mann zuckend und mit hängenden Schultern reagiert. Als der Ausrufer zum Ende seiner Ausführung kommt, löst er sich aus der Menge und reicht den Rand des Hofes. Bis auf gelegentliche Rufe ist die Menge wieder leise geworden. Der Mann dreht sich wieder zur Plattform um und sieht, wie sein Vater mit entblößtem Hals vor dem Block kniet. Der Scharfrichter bezieht Stellung und hebt seinen Ball zum Schlag nach oben. Der Mann kann nicht mehr zusehen und wendet sich schnell ab. Dann hört man ein nasses, dumpfes Geräusch, gefolgt von Jubel und Applaus der Menge. Er lehnt sich gegen die Mauer, sammelt sich wieder und richtet sich auf. Mit offensichtlichem Entschluss geht er von der Menge und seinem Vermächtnis weg. Rudolf hier in Eckertor. Du siehst ein paar makellos polierter Lederstiefel und einen tadellosen, gepflegten Spitzbart. Ihr Besitzer ist ein Mann mit leicht gekrümmter Nase, schelmischen Grinsen und schmalen Augen. Er hebt seinen gefiederten Hut, als er an einem Kaufmann vorbeiläuft, ein kleines Stück Pergament fest in seiner Faust gehalten, die fahlen Finger von Tinte verfärbt. Scheinbar kennt er die meisten Kaufleute auf dem Marktplatz, denn er hält an, um sich mit einigen zu unterhalten, während er anderen zunickt und sogar mit manchen kleine Güter austauscht. Dabei lächelt er stets und tauscht lachend Sticheleien aus. Er nähert sich mit einem unnachgiebigen Grinsen einer stämmigen Mauer und scherzt über das Wetter. Auch sie macht Witze. Während sie ihm unbemerkt einige Goldmünzen zusteckt, als er weiterläuft, ist das Papier aus seiner Hand verschwunden und das Lächeln auf sein Gesicht weitaus natürlicher. Er tippt sich an den Hut, zwinkert ihr zu und zieht mit neuen Schwung weiter. Haben also für jeden Charakter sozusagen eine eigene kleine Story verfasst, ja. Bis auf die Treppe da unten habe ich, glaube ich, jetzt alles erkundet. Ja, habe ich. Na, für noch ein paar Pilze. Trampel, wir wissen, dass da drin noch mehr Getreide ist. Wir werden uns nicht mit ein paar Krümeln zufrieden geben, während du dich an unseren Feldfrüchten fett frisst. Aus der Mühle dringt ein gedämpftes Geschrei. Der erste von euch Suffköpfen, der durch die Tür kommt, kriegt eins direkt zwischen die Augen. Sveinur, die Götter seien meine Zeugen, ich werde dich wie einen Hund zur Strecke bringen. Lass uns erstmal abziehen, Leute, aber wir kommen zurück. Hörst du, Trumble? Und wenn wir zurückkommen, dann wirst du uns einen fairen Preis bieten. Sonst werden wir mit dir abrechnen, so wahr uns die Flamme helfe. Well? I'll take care of it.
Vor dir steht ein Elf, dessen ziemlich stämmiger Körper auf ein arbeitsreiches Leben schließen lässt. Sein Gesicht ist bleich und erschöpft. Seine Augen weit aufgerissen hinter ihm tauschen ein Mann und seine Frau, beide etwas jünger, besorgte Blicke aus. Als du eintrittst, hebt der Müller eine Keule hoch, die in seinem schwachen Griff stark herumschaukelt. Raus mit dir, wenn dir dein Leben lieb ist. Moment, ich bin nicht hier, um jemanden zu verletzen. Herr Müller zögert und senkt dann die Keule. Moment mal, ich kenne dich. Du bist doch gerade erst im Dorf angekommen, oder? Sag bloß nicht, dass Venür schon seine Krallen in dich versenkt hat. Bei den Göttern, das hat er mir gerade mir noch gefehlt. Um was ging es bei dem Krawall da draußen? Trumbull schüttelt den Kopf. Wo soll ich anfangen? Svenur hat sie fast zum Überschnappen gebracht mit seinem Gerede über die Getreidevorräte. Er behauptet, ich hätte den Großteil versteckt. Mehr als das Getreide zu verkaufen, mache ich doch gar nicht. Ich kann es nicht aus der Luft zaubern und es umsonst unter die Leute bringen. Kann ich auch nicht. Ich bezahle die Bauern für die Ernte, die sie mir bringen, und ich verkaufe das, was meine Mühlen produzieren. Das meiste Getreide wird zu Ale für die Schenke zum schwarzen Hund im Westteil des Dorfes, und daran haben Svenur und seine Leute gar nichts auszusetzen. Hast du auf deinem Weg zum Dorf mal einen Blick auf die Felder geworfen? Die Ernte ist verdorben und damit vielleicht auch das meiste von dem, was mir die Bauern bringen. Trumbull gestikuliert auf die Säcke und Behälter. Es ist schlecht geworden, total durchgefault. Ich kann noch keine Spitzenpreise für verdorbenen Weizenpaar zahlen. Und ich habe kaum noch genügend Getreide übrig, um über die Runden zu kommen. Svenur heult nach Dingen nach, auf die er kein Recht hat. Vielleicht sollte ich mich mal mit Svenur unterhalten. Das scheint mir eine ziemlich geradlinige Geschichte für eine chaotische Situation zu sein. Na, eins. Der Müller sackt fast vor Erleichterung zusammen. Ich wäre sehr dankbar, wenn du das tun würdest. Mir hörte er nicht mehr zu, aber vielleicht hast du ja mehr Glück. Sag ihr, dass wir alle deswegen schwere Zeiten durchmachen, dass wir alle Opfer bringen müssen. Wenn du ihn überzeugen kannst, werden wir dafür in deiner Schuld stehen. Von diesem breiigen und grün gefleckten Getreide geht ein widerlicher Geruch aus. Tail Phaelon, ist das so ein Mondtyp? Du siehst deine Dreieckpfanne hoch oben auf träge im Wind wehen, auf die eine aufgehende Sonne gestickt ist, die Vorhut einer kleinen Paladin-Truppe. Die Atmosphäre ist heiter, auch wenn man maßvoll und die Elemente haben ihren Rüstungen noch nicht zugesetzt. Dieser Feldzug ist frisch, jung und voller Begeisterung und Eifer. An ihrer Spitze steht ein Befehlshaber in voller Rüstung, etwas plump wirkend, aber doch entschlossenen Schrittes. Trotz der Begeisterung seiner Mannen lächelt er nicht. Vielmehr steht er mit schiefem Mund und grimmigem Gesichtsausdruck da. Er reißt seine Hand hoch und bringt seinen Trupp zum Anhalten, als sich mit tiefen Grollen dunkle Gewitterwolken zusammenziehen, werden sie still. Er befiehlt ihnen, sich kampfbereit zu machen und aus schwerem Augenhuschen von Horizont zu Horizont. Hälse drehen sich, um den Ursprung des Geräuschs, auszumachen. In der Ferne heben sich Staub und Blitze vom Boden.
als über ihn rasch stygische Wolken zusammenziehen. Die Soldaten halten ihre Stellung, ihre nervliche Anspannung verrät allein ihre nervöse Atmung. Der Befehlshaber schließt seine Augen und ruft einen Segen auf seinen Trupp herab. Gestärkt und unbesiegbar warten sie, während der Feind ihnen immer näher kommt. Ein Templar brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Good day, stranger. Ich weiß nicht, wer du bist, und es ist mir auch ziemlich egal. Geh weiter. Wir sind hier nicht hergekommen, um mit Ausländern zu plaudern. Alert kneift die Augen zusammen. Vorsicht, anscheinend sind die aus demselben Holz geschnitten wie diese Schläger, die mich angegriffen haben. Er rümpft seine Nase. Und sie riechen auch so. Ich hab dich vor der Mühle gesehen, was ist denn da gegangen? Na, da hat aber jemand eine blühende Fantasie, was? Um was geht's denn hier? Darum, dass sich Trumbull für den Golfkönig hält? Nur weil ihm die Mühle gehört? Die Wangen des Zwerges zittern vor Wut. Es geht darum, dass er uns kaum was von dem Weizen abgibt, das wir ihm bringen. Und dann zieht er uns noch über den Tisch, wenn wir Getreide kaufen müssen. Es geht um Bauern, die Hunger leiden, während sich ein paar reiche Bastarde ihn an ihrer Ernte bereichern. Darauf läuft es doch verdammt nochmal hinaus, sonst pack dich fort. Was ist denn? Nach was sieht es denn aus? Ich würde so viel trinken, bis ich vergesse, wie sehr ich Trumbull eine Mistgabel durchs Gesicht treiben will. Trumbull sagt, dass du seine Familie bedroht hast. Oh, das wundert mich gar nicht. Was für ein Adliger, dieser Trumbull. Zwei große, starke Kinder, die reinste Seele in ganz Goldtal. Der Zwerg schnaubt. Der Feigling sendet Boten aus, um seine Angelegenheiten für ihn zu erledigen. Na, du kannst ihm sehr zu ihm gehen und sagen, dass wir wegen ihm schon seit Tagen nichts Festes mehr gegessen haben. Dass wir uns wegen ihm die Schenke nicht mehr leisten können. Aber dass wir uns nicht an seiner Stadt von irgendjemand einem Ausländer einschüchtern lassen. Macht aus einem Stuhl sein, wenn du einen Kampf mit Trumbull willst, dann solltest du für ausgeglichene Verhältnisse sorgen. Ein gefährlicher Säufer für die Strecke bringen. Wenn ich euch allen eine Runde ausgeben würde, würdet ihr dann mit mir reden? Svenor zieht es kurz in Betracht, schaut die anderen an. Also gut, bring uns was, mit dem wir uns Kehlen von innen befeuchten können. Dann könnte ich gewillt sein, mit dir ein paar Worte auszutauschen. Hail and well met! Wegen dieser Schwierigkeit mit dem Müller. Schlaghaken, Luca Nickel, ich hab dir nichts mehr zu sagen. Vielleicht könnte ich für dich mit dem sprechen. Ha! Glaubst du etwa, zu ihm durchzukommen, wo wir es auch nicht geschafft haben? Der Mann ist so dumm wie ein Torfmoor. Ich habe gehört, dass er sich die Seele lesen ließ und herausgefunden hat, dass seine Verwandten Sonri-Bäume für ihre edianischen Fürsten anbauen. Sie herausfanden, dass sie ihre Seite am Verlieren war. Das erklärt auch, warum seine Knie immer noch schmerzen, wenn ein Fürst oder eine Lady über die Straße geht und er sich verbeugen soll. Dieser Feigling will sich tagelang in seiner Mühle verschanzen. Der Zwerg mustert dich. Bitte, wenn du das Privileg möchtest, dann wünsche ich dir viel Glück. Wenn du es schaffen solltest, dann hast du bei uns was gut.
Good day, stranger. What is it? Of course. Ein Hin und Her hier wegen der Quest. Greetings. Trumbull nickt kurz zur Begrüßung. Du bist zurück. Hattest du Glück bei Sven nur? Ich habe mit Sven nur gesprochen. Ich hätte noch mehr Fragen über diese ganze Situation. Trumbull stößt einen kurzen Lachen aus. Was gibt es da zu erklären? Ist nicht sonderlich kompliziert. Ich kann doch gar nicht. Achso, das hatten wir schon alle. Trumbull schaut böse, es ist keine. Er hält ihn nur. Schau mal. Sven ist schon immer ein schäbiger Bastard gewesen. Da die Vorräte schon so gering sind, sollte ich die guten Sachen vielleicht für die Leute zurückhalten, die sie verdient haben. Aufra zum Beispiel, sie erwartet ein Kind, soll ich sie stattdessen verhungern lassen? Wissen die Dörfler über den Getreidevorrat Bescheid? Trumbull guckt verlegen rein, manche ja. Schankwirtin zum Beispiel. Es ist besser, nicht allen Sorgen zu bereiten. Ich werde schon bald neue Vorräte einkaufen. Wenn wir es schaffen, dass es bis dahin alles ruhig bleibt, sind wir aus dem Schneider. Trumbull zuckt zusammen. Ich würde das Ale lieber nicht trinken. Mehr sage ich nicht. Gab es sonst noch etwas? How do you do? Ich habe mit Swain nur gesprochen. Trumbull atmet tief ein. Und, was hat er gesagt? Er sagt, du würdest die Bauern ungerecht behandeln, indem du Preise erhöhst und ihnen verdorbenes Getreide gibst. Trumbull schnaubt verächtlich. Natürlich macht er das. Er sagt schon seit Tagen nichts anderes mehr. Der Mann hat wahre Wahnvorstellungen. Wenn er Getreide will, muss er dafür bezahlen. Geht ja eigentlich vor sich. Trumbull schüttelt den Kopf. Solche Anführung. Sven nur hat sie fast zum Überschnappen gebracht. Seine Rede über die Getreide verrät. Er behauptet, ich hätte den Großteil versteckt. Ah, das hatten wir schon. Good day, stranger. Dann benutze ich mal meine Macht, oder nehme ich mal den anderen. Well met, friend. Oh Leute, wir sind schon wieder bei 39 Minuten. Hail and well met.
Good day, stranger. Hello. Feine Kerle, jetzt nimmst du mich aber auf den Arm. Wenn dir noch mehr geschlägert wird, muss ich Sven nur endgültig hausverbot erteilen. Schon gut, und runzelt die Stirn bis dahin, kostet das 6 Kupferstücke für alle. Oh, du aber nicht. Ich bin oft genug über Sorge gehauen worden. Ihnen einen lustigen Abend zu verschaffen, kann man kaum eine gute Sache nennen. Pascal lacht. Wie sie dich auch überzeugt haben, glaub mir, sind die Kupferstücke nicht wert. Hello. Also gut, ihr Kalkulier für die drei Narren. Auf, zieh dich bloß mit ihnen vor. Das sind ziemlich temperamentvolle Kerle. Da kriegt er jetzt auf die Mütze hier. Well met, friend. Ich habe Miet mitgebracht. Ja, tatsächlich, bei der Flamme. Hätte nie gedacht, dass du mich über einen Krug dieses Scheißbiers vom Schwarzen mal so freuen würde. Bei den Göttern, das ist gut. Na gut, ich werde dir zuhören. Was hast du uns denn Wichtiges zu sagen? Was eine Runde Miet wert ist, zu bedrohen, macht überhaupt keinen Sinn. Ihr habt ihn doch schon mit dem Rücken zur Wand. Vielleicht könntet ihr mit ein paar der anderen Dörfler um Hilfe bitten. So wie ich gesagt habe, der Müller kontrolliert die Getreidepreise. Er behauptet von sich gerecht zu sein, aber ich weiß, dass es sicher Leute wie Aufra nur die Hälfte von uns zu zahlen. Der Zwerg seufzt. Und vielleicht sind wir ein bisschen grob zu ihm gewesen. Aber was hätten wir denn tun sollen? Wir können nicht mehr weiterzahlen. Wir werden verhungern und meinst du etwa, Trumbull würde das Leid dann leid tun? Nun mal das hier. Sven sieht dich einen langen Augenblick an, während er große Schlucke aus seinem Krug nimmt. Schließlich seufzt er. Du hast recht, wenn es so weitergeht wie jetzt, werden wir nur an diesem Baum da hinten. Er schaut seine Kameraden an, sagt Trumbull, dass wir ihn in Ruhe lassen werden. Keine Ahnung, was wir angesichts des Ernteausfalls machen sollen, und sonst können wir uns kaum was dazu verdienen. Pascal wohl ein bisschen Hilfe in der Schenke braucht? Greetings. So, dann schießen wir mal ab. Hail, traveler. Tch,
Strummer atmet tief ein. Und was hat er gesagt? Ich konnte ihn überzeugen, deine Familie in Frieden zu lassen. Echt jetzt? Das sind ja tolle Neuigkeiten. Ich war mir nicht sicher, ob du zu ihm durchdringen könntest. Die Hälfte der Zeit sind sie doch voll lauter. So völlig Wahnsinn. Stehe tief in deine Schuld. Hier für dich. Er nimmt sich seinen Münzbeutel vom Gürtel und drückt ihn dir in die Hände. Die heutigen Tageseinnahmen zeigen meine Anerkennung. Außerdem kannst du dir sicher sein, dass ich alle wissen lassen werde, was du für mich getan hast. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Jetzt haben wir eine Chance, durch das Jahr zu kommen. Trumbull grinst breit. Und alles dank dir, sichere Reise, Freund.